Nein. Großer Koffer mit dem Geld von der ganzen Aktion, die ihr gebracht habt. Ihr habt mich darauf vorbereitet. Gar nicht. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Bitte ich dich jetzt, kreativ einen Witz zu erzählen, um wenn da wirklich 70% im Chat hahaha schreiben, kriegst du auch das zweite Ticket. Eins hast du schon mal sicher. Einen guten Witz. Ja, musst du wissen. Wo lachen die Leute viel? Hau jetzt raus, das Ding, komm. Deine Teilnahme bei Seven in the Wild. Kickt. Nächster. Ja, moin. Insolvenz Red auf Trocken am Start für euch, meine Freunde. Mit einem neuen Video aus dem Fünftwagen, direkt aus dem Knast. 15 Tage Knast. Digga, so geil, dass er den reingenommen hat. Hugo, ich liebe dich. Im neuen Video aus dem Fünftwagen, direkt aus dem Knast. 15 Tage Knast, 23 Stunden Zelle. Warum streamt Reds Team nicht? Die sind da gerade noch unterwegs, Gardinen kaufen. Digga, der war ja so gut. Nagelneuer Benzi mit Gardinen aus dem Menzery. Das ist das Schlimmste, der ApoRed sitzt da gerade ohne Gardinen. Bruder, was hab ich da rausgehauen? Junge, die waren ja übelst kriminell. Was hat Pen gesagt? ApoRed sitzt da gerade ohne Gardinen und schwitzt. Ende. Maschine, sondern du auch. Du jawohl! Bin nämlich so gut, weil ich so viel Luft bekomme. Oh. X-Solution. True, true. Und das ist ein Bild von Commander Krieger. Was? Was? Gut, nice. Warte, hä? Tatsächlich. Gut, nice. Bruder, was rasselt er so aus? Hallo und herzlich willkommen, YouTube. Knossi geht's gar nicht. Wie ist denn das passiert? Nicht gut. Die war letztens bei einem Galileo-Beitrag, war sie einfach drin. Hat mir ein Kollege geschickt. Da hat er so mäßig gemeint, natürlich no front oder so, hat er so mäßig gemeint, ey, die Menschheit ist verloren, Digga. Oh. Warum kommt hier die feinste Twitch-Unterhaltung nicht ins Fernsehen? Galileo, was ist los mit euch? Oh. Scheiß Boomer-Fernsehen. Schütteln ist gut. Geiler Track. Schütteln ist gut. Stabile Rolli hat man. Knossi, was soll denn das? Ich bin der Willi im... Ich muss sagen, diesen einen Clip, der ging, glaube ich, so zur Warzone-Hype-Zeit ging der rum, wo sie so diese Ehre von einem schnappt und dann so die wegpustet. Der Clip war so genial. Heißt als Urlaub der war unterwegs. 10 von 10. Woher komme ich? Aus der Amateurfilmszene. Seit Jahren produziere ich... Pornos? Ich wollte noch mal fragen, wegen Fall Guys, haben wir da eine Kooperation? Nicht, dass du wüsstest. Okay, das war's schon. Du wirst noch viel erleben. Ist uncool! Oh Mann! Die Karriere zieht stetig kleine Kreise wie von... Hä? Sie läuft noch, aber sie zieht kleine Kreise. Hallo! Was hab ich falsch gemacht? Das Endgame finde ich so krank. Das ist, glaube ich, so eins der schwersten, ne, diese Rolle da. Die ist ehrenlos. Ach, er hat zu früh die Cam umgeschaut. Ach, Sascha, ich habe keine Kraft mehr für dich. Hältst du auf der Kerze? Nicht die hellste Torte auf der Kerze. Nicht die hellste Kerze auf der Torte. Nein. Oh. Passiert. Yo, Baby, what's poppin'? Auch so Stream, ja.
Da brauchst du einen Laptop, da brauchst du einen Router und da brauchst du eine Powerbank, die extrem groß ist. Oha! Oha! Du bist da. Und da brauchst du eine Powerbank. Der ist ein halbes NASA-Schiff. Powerbank, die extrem groß. Geil. Tanzi lebt das Leben, ja. Oha, stabile Uhr, Bruder. Ich bin eine Biene. Was denn für Greenscreen, du Lügner? Was soll das für ein Greenscreen sein, Dicker? Oh, Scheiße. Das tut ja über weh. Ich kann das erklären. Der Mann lebt das gut leid. Oh, Baby. So, 5 Uhr. Jetzt wird es langsam warm hier im Kasten, würde ich mal sagen. Good morning. Oh, Bruder. Schon stabiler Ranzen am Kicken. Entschuldigen Sie, das geht ja mal gar nicht hier. Das ist immense Lärmbelästigung. I got the sounds. Und ich möchte, dass Sie mich als Nachbar wahrnehmen und dahingehend auch geräuschetechnisch Rücksicht nehmen. Hast du das verstanden, Dicker? Mit einem Campingstuhl am Start, bam, bam! Und ich lebe mein Leben, guck mich an, Alter, wie ich hier lebe. 30 Kilo zu viel auf den Rippen, mir das Digga, ich sitze eh den ganzen Tag. Ich zeige euch jetzt einen krassen Move, ja? Aber verratet den keinen. Aber ich glaube, das ist dann sogar doppelt nicht so gut, ne? Aber es ist nur meine bescheidene Meinung. Oh no. Bei wem war das nochmal, der so ins Loch gefallen ist und bis zum Erdkern durchgefallen ist? War das Mickey oder war das Rohit? Wie fandet ihr den? Ich glaube, es war Mickey, gut, ne? War der gut? Machen Sie die Tür auf, hier spricht die Polizei. Batzi. Ist er einfach eingepennt beim Spielen? Sag mir, warum schläfst du nur? Batzi, sag mir, warum bist du mal wieder am Schlafen? Ich sehe gerade, wie... Fast 5.000 Subs bei dem Bre läuft auch, Maschallah. Revi ist mittlerweile auch im Stadion. Wir schauen mal, wen wir haben. Hallo, wer bist du? Macht ihr euch mal eine Like und Kauf. Das geht ja schon. Das geht ja schon richtig gut los. Oh. Hallo. Hallo. Einmal ASMR. Hey. Sieht doch super aus, oder? Hello, where you from? I'm from Denmark. And what's your name? Laila. Laila, it's really your name. Laila. Wait a minute. Leute, habt ihr das gehört? Wir haben hier eine unter den Zuschauern, die heißt Laila. Ich hab einen Puff. Sie ist schöner. Ja. Jünger, geiler. Oh, meine Puff-Mama heißt Laila. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Zack, zwischendurch. Ich will nämlich mal nach oben in die Tribüne. Da sind nämlich die, die so ein bisschen was ausgegeben haben für die Tickets. In the Ja, Bro, frag halt nach dem Bild vernünftig und mach nicht da also Bild auf Krampf. Rohat fühlt die Königsklasse nur gar nicht. Wie hat Sascha in dem Video gesagt, so belästigt man nett. Irgendwie so. Sascha! Da kam er wahrscheinlich vom Dampfen. Das wird jetzt dein Zuhause sein hier, ne? Für die nächsten 3x30 Minuten. Ich freue mich. Ein bisschen warm machen und dann wie in alten Zeiten den Oliver Kahn machen. Geh doch mal ins Tor. Jo. Ja. Montana Black heute auch am Start im Tor. Monte ziemlich gut drauf, wenn er dann auch mal die Hood verlässt. Ne? Was hat sie da wohl zu ihm gesagt? Parade von Monte. Oh, Alter. Ich hab's nie erzählt, aber jetzt kann ich sagen, ganz damals hatte meine Mama was mit Oliver Kahn. Das ist das. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Sowohl nach Nummer gefragt, Kapi, Bruder, ohne Kapi. Amar als auch Alex, den Doppeltorschützen. Wahrscheinlich hat sie gesagt, so, hey, Rauchen wird hier nicht so gern gesehen und antwort mir mal auf Instagram. Ich hab dir schon 200 Mal geschrieben. Da fällt mir gerade wieder ein. Pass auf, ich chill mit Monte beim Köln-Box-Event in der Shisha-Bar und er in seinen Instagram-Nachrichten am Scrollen. Alter, was da abging, sowas hab ich noch nie gesehen. Es war bodenlos. Mir hat's die Ehre genommen und mich hat's direkt bis zum Erdkern
durchgezogen. Also ich war quasi schon beim Erdkern und bin schon auf der anderen Seite langsam wieder rausgefallen. Und dann öffnete er eine Nachricht von einer Zuschauerin. Also er hat sie noch nie geöffnet, die Nachricht. Ihr wisst ja, mit den Nachrichten anfragen. Und dann scrollt er hoch. Ich hab sowas noch nie gesehen. Sie hat bestimmt, also er hat mindestens 10-mal richtig mit Schwung gescrollt. Und das wird ja dann immer schneller, wenn es alles schnell lädt. Und wir hatten 1er Internet. Also sie hat bestimmt auf 100 Insta-Stories geantwortet. Mindestens. Alter, das war wirklich geisteskrank. Und dann waren wir auf einmal ganz oben von ihren Nachrichten. Ganz oben. Und da hat sie kommentarlos so ein selbstlöschendes Bild geschickt. Und es war her von den Wochen, Pi mal Daumen, ungefähr 3,5 Jahre. Und dann schauen wir uns so beide an und wir alle wissen, was wir erwartet haben. Aber es war so genial, weil es kam anders. Er macht das Bild auf und sie zeigt, wie sie einen Fortnite-Skin gekauft hat mit seinem Montana Black, also mit seinem Get on my level Creator Code. Und wir haben so Lachflash drauf geschoben, weil es einfach so geil war. Sie war einfach eine gute, Digga. Sie war einfach eine Supporterin. Vor 3,5 Jahren hat sie sich einen Skin gegönnt mit seinem Creator-Code. Genial. Genial. Digga, das kam so gut, Mann. Und ihr hat er dann geantwortet, auch auf Ehre. Kuss und Grüße gehen raus an die Zuschauerin. Wie geht's dir, Sascha? Nach dem letzten Trimax-Event muss ich mich heute ein bisschen zusammenreißen. Die Preise an der Bar sind heute in Ordnung. Eiskalt. Glas. Deshalb ist Sascha so beliebt, weil er auch immer fürs Volk sich einsetzt. Klar. Kann man sagen, auch bei der letzten Umfrage bei mir, dass du da nüchtern warst beim Kontostand? Ey, schön, dass du da bist, Marc. Bei 180 Euro minus privat, no joke. Wie auch kaufst du in der Woche selber, so ein bis zwei, vielleicht dreimal koche ich selber im Jahr. True, true, true. Ich bleib dabei. Die Hugo-Mugo-Schmugo-Videos sind einfach wieder saftig-knaftig. Seitdem nicht jeder Downy-Streamer GTA mehr streamt. Oh, endlich kann ich die Dinger wieder genießen. Es ist so schön. Puff Peng, hast du nicht gesehen. 2-0. Okay, das ist ein geiles Game. Was? Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Guck mal bei dem schönen Wetter hier. Es gibt doch nichts Besseres hier zu sein, ne? Team Bild, wirklich. Kauft alle das Team Bild-Abo, wirklich. 7,99, ne? War das doch nur so, ne? Digga, war der Brecht stramm. Bobby, danke für den 5er Subbomb. Yippie, eine Bombe, Bombe und Yippie. Ich finde das unglaublich toll, dass sowas stattfindet. Und dass ihr hier seid, ist natürlich das absolute Highlight, ne? Oh, Digga, das Game habe ich schon mal gesehen. Wir hatten das gespielt. Irgendein Dark Souls Speedrunner hat das gespielt. Spiel's mal. Ist das leicht, die Steuerung? Stimmt, Papa Platte auch. Ihr habt recht, Papa Platte. Und das war ultra lustig. Also man könnte es schon mal probieren, ja? Stimmt, Papa Platte, Alter. Oh mein Gott, wie weit fliegt er denn? Was eine Scheiße! Spiel! Ist das geil! LOL! Chat, ich kann nicht mehr. Das Spiel macht mich völlig wahnsinnig. Digga, ich fühle mich wie nach 30 Stunden FIFA-Draft. Das Ding ist over. Wirklich? Kann er nicht einfach in irgendwelche Zimmer gehen, wenn dein Bruder nicht da ist? Doch, geh rein. Gehen wir rein? Wollen wir in mein Kinderzimmer gehen? Kannst vielleicht ein bisschen stinken, nach Kratz oder so, aber das ist normal. Was? Nach Cannabis kannst du vielleicht ein bisschen bei ihm riechen. Ach so. Wann Bubats legal? Nach Cannabis? Ach keine so. Seid ihr in Deutschland auch der größte Konsument von Bubats? Also ich habe eigentlich nichts mit Drogen am Hut. Drogen haben wir nichts am Hut. Wir waren gerade in der Wohnung und aus dem Zimmer schallte es schon. Smoke weed every day. Nein, das ist jetzt nicht. Wird doch legalisiert, der Lachs. Der ist nicht. Kommt bei der deutschen Bürokratie auch dann spätestens 2024. Gruppenbild auf der Straße. Pass auf, Gruppenfoto im Stream. Alle lachen im Stream. Perfekt.
Und was halt auch dann so ein bisschen, ne, ich muss da auch einfach wieder den Allmann auspacken, solche und solche und auch solche und auch die da hinten schreien dann halt auch, ne, bei Casino-Content allgerum und drehen ihre Spins bei den Free-Casino-Apps. Und deshalb, egal welcher, wo, was, wie auch immer Streamer, ist Casino-Content, egal in welcher Art, absolut moralisch. Und von Leuten, die Casino-Deals annehmen und sich das irgendwie schönreden, halte ich Abstand. Mensch, Sie kenne ich noch. Was war ich für ein Kind? Furchtbar, sagt sie. Ist das nicht der Kameramann von Monte? Ja, von Monte. Können wir Auffoto machen zusammen? Sitzen hier manchmal noch Jugendliche mit Roller? Keep rolling, 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 rolling. Geghostet, Digga. Hättest du mir mehr Dialekt reden sollen? Der hat mir das Leben gezeigt. Immer schon, pass auf, Knossi. Ah, was? Jetzt trinken wir erstmal einen Jägermeister. Und dann lösen sich die Probleme von alleine. Ich weiß, Chat, ich weinte auch jetzt gerade weder Knossi noch Monte. Die haben nie Casino-Deals angenommen, sondern die haben es tatsächlich wegen der Unterhaltung gemacht. Josef, krass, danke, Digga. Die ist. Trotzdem war es auch schwierig. Von Prada. Oh, da ist ja. Oha. Digga, Retalk, stabiler Ass. Also jetzt ernsthaft. Voll der Knackpo für einen Mann, Ladies, sag mal. Also jetzt ernsthaft. Wahnsinn. Der Fisch. Und jetzt. Boah, den werde ich erstmal anfassen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, Monte. Ich habe ihn schon geschrieben. Lass mal wieder treffen, bisschen Pimmelfechten, hat er gesagt, ist er dabei. Geil. Hinten noch bei dem Finale. Perfekt. Ganz rechts, Max. Auf dieses Ding. Warum läufst du nicht? Hallo? Ah, Tastatur ist angegangen, hä? Controller ist disconnected. Dass ich mehr so Lichter hole. Mehr. Ah, das ist geil. Sky Flag mag ich super gerne. Warum ist er eigentlich so hell? Warum ist er so weiß? Das ist sein Maple-Hitzing-Hut, oder? Oh, was hast du gemacht? Sie halt aber die. Es ist vollbracht, Geld gut investiert. CL500 ab jetzt wird radiert. Geiler Track. Frisch foliert und ich wollte nochmal Danke sagen an alle Fans da draußen. Danke für den kranken Wagen. Blubber, blubber. 5 Euro weg. Blubber, blubber. 10 Euro weg. Blubber, blubber. Ganz damals hatte meine Mama was mit Oliver Kahn. So. Haltet euch fest, okay? Das ist keine Verarschung. Ich halte mich fest. Jo, sag mal jetzt ehrlich. Also, hatte deine Mutter wirklich was mit Oliver Kahn? Ist es mir egal. Ich bin wirklich verwirrt. Manche sagen wirklich ja 100%. Also ja oder nein? Digga. Das war Marc, ne? Ich hab ihn geschrieben, ja. War das nicht Marc? Ach so, ich fand, Abo war das. Ah, ja, moin. Ich fand, finde aber, er klingt ein bisschen wie Marc. Nein, Digi, das. Oder bin ich los? Ein bisschen klang er schon wie Marc. Macht jetzt keinen Scheiß. Es ist, glaube ich, ein Kompliment, wenn du nicht so. Pistole. Abgehen, oder? MC Adam ist jetzt da, hier sind ich auf die Bühne. Das ist von Knossi, ein Kumpel. Hallo, ich bin der Kumpel von Knossi. Aber kennst du mich überhaupt? Klar, Bruder. Aber wer bin ich? Ja, ich weiß deinen Namen nicht, aber aus den Knossi-Videos halt, ne? Chat, chill doch, dass irgendwelche Leute im Video gebannt sind. Die dürfen als Clip vorkommen. Wie oft habe ich das schon gesagt? Nur reinen Content von irgendwelchen YouTubern oder Streamern, die ja gebannt ist, darf man nicht schauen, weil man damit indirekt den Leuten hilft, eine Sperre zu umgehen. Wann schnallt ihr das endlich, ihr verdammten, elenden One-Hits? Wie heißt du, Boris? Bitte Interview mit Rumatra an den Treppen unten. Rumatra ist an den Treppen unten. Wer ist Rumatra? Treff mal, da. Der arme Rumatra. Oh, da war er! Smokeway, David, ey. Dankeschön für den Sub. Bro, das kannst du doch nicht reinnehmen, der arme. Sehr cool. Gut, sehr angenehm. Ganz viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns nochmal. Schnell. Ihr könnt ja schneiden, wir nicht. Man darf sich ja hier so nehmen, ne? Auch zwei oder so. Also ich habe vor viele Zuschauer, dann könnte ich jetzt noch teilen. Also für euch ist egal, wie viel wegkommen, ne? Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir machen einfach gleich Akkuwechsel, sobald es ein völlig besoffener kommt. Und wir machen Akkuwechsel. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ich habe Haribo in der Sohle. Kiwi Haribo.
Domitianer, ich habe nur eine ganz kleine Frage für mein kleines Twitch-Format. Ich mache leider gar keine, heute keine... Heute nicht, okay. Nee, dann lass es dir gut gehen. Und dafür habe ich jetzt so lange gewartet. Mach deine Aufschuhe, mach deine Lukas leidet an einer seltenen Krankheit. Er hat Clusterkopfschmerzen. Ich werde definitiv mich darum kümmern, beispielsweise, dass er Katzenfutter bekommt, massig Katzenfutter für seine Katze, dass er da schon mal keine Kopfschmerzen für die nächsten Monate hat. Auch ein dickes, fettes, krasses Dankeschön an Monte für die Unterstützung. Ich hoffe, er postet bei Twitter, was da für Pakete kommen. What the fuck? Die Cat mittendrin. Yo, Bruder, what the fuck? Wenn ihr ihm gönnen wollt, bestellt ihm Duschzeug, bestellt ihm Tomatensauce. Und selbst wenn er das zu 100-fach hat, dann ist es halt so, Digga. Agatha hat wieder gezaubert. Okay, mit frischem Mindset gehe ich morgen da rein. Hab ich gespeichert? Oh Gott. Ey, geht mal bitte, wirklich. Da ist der Astarm durchgebrochen, so wie Saschas Arm. Bei der Umarmung. Jo Montes. Jo Montes, wo bleibst du? Bruder, wenn er noch einmal in dem Video drin ist, ich werde nicht auf Paris, Digga. Ich hab da keinen Bock mehr drauf, Digga. Jo Montes. Jo Montes, wo bleibst du? Jo Montes, wo bleibst du? Montes, komm noch was anderes aus der Fortnite. Jo Montes, wo bist du? Leute, ich bin zwar hier gerade nicht beim Fan-Treffen, aber Montes ist da. Digga, der ist so nervig. Er hat's geschafft! Danke dir, okay, klar. Bezüglich deiner Teilnahme bei Seven vs. Hype. Oh, Alarm, Alarm! Das war eine Biene, oder? Ach so, die Wespe da. Ach so. Ich bin eine Biene. Ey, ich freue mich so heftig auf das Format. Ich glaube, Knossi wird überraschen, aber ich glaube, spätestens am zweiten Tag ist das Ding vorbei. Wir sprechen Surfen vs. Wald an und er ist wegen so einer kleinen Wespe. Montes Forts mit 2 Euro vor 33 Minuten. Bruder, lass mich mal raus, muss los. Gerne. Nur wegen Knossi gucke ich. Ich möchte auch wissen, wie sich Sascha Huber anstellt.